Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Stranded Alien Dawn Staffel 5. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir dürfen uns weiter gegen all die Angriffe verteidigen und ich sehe gerade, dass Hugo ein Bettchen braucht. Besser ist, ne? Wo könnten wir denn Hugo nochmal ein Bettchen hinsetzen? Wir könnten natürlich hier einmal ein bisschen vergrößern, allerdings, ja doch. Hier ist jetzt natürlich zu, warte mal, dann machen wir das anders. Setzen wir hier noch eins hin. So. Gut, dann werden wir Hugo hier mal ein Bettchen hinsetzen, würde ich vorschlagen. Ja, hier vielleicht. Und dann könnten wir auch hier so ein bisschen das Ganze verändern. Wir könnten das bewegen und dann könnten wir hiervon, können wir noch einen hier hinsetzen. Das sollte dann einigermaßen passen, hoffe ich zumindest. Lass mal ganz langsames Spiel weiterlaufen, aber nur ganz langsam, weil wir müssen echt ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Also langsam wird es wirklich wieder sehr, sehr knapp. Wir haben ja jetzt hier, habe ich ja vor, noch ein bisschen was zu bauen. Ein bisschen was zu verbessern in der Verteidigung, aber das reicht alles irgendwie noch nicht so richtig. Wir müssen jetzt gleich am nächsten Morgen müssen wir auch nochmal jede Menge Klamotten müssen wir craften. Wir sollten uns eigentlich auch demnächst mal ein Häuschen bauen, aber dafür ist irgendwie auch keine Zeit. Es ist eben wichtiger, dass wir erstmal die Verteidigungsanlage hier fertig kriegen. Klar, die Leute sollen natürlich auch nicht erfrieren, das ist logisch, aber wo pennt denn Hugo jetzt gerade? Achso, der pennt hier draußen. Warte mal, du kannst erstmal kurz deinen Schlafplatz fertig bauen. Ich denke, das bauen minus 18, weil er keinen Bock drauf hat oder was? Gut, aber du wirst es ja wohl schaffen, dir hier ein bisschen Stroh zusammenzupacken oder was? Ja, sehr gut. So, dann kann er nämlich direkt hier mal pennen. Gut, so, haben sie alle auch was zu schlafen? Schön. Draußen geschlafen. Ja gut, ich weiß, aber du hast zumindest erstmal ein Bettchen. Ja, also ein Häuschen wäre schon schön, aber wie gesagt, Verteidigungsanlage momentan definitiv wichtiger. Da müssen wir mal sehen, dass wir auch mehr Schrott finden für weitere Fallen und so weiter und so fort. Wir haben dummerweise ja in der Nähe, hat da jemand gerade das Licht ausgeschaltet, dummerweise in der Nähe ja nicht mehr so viel hier. Da könnten wir natürlich auch Expeditionen machen, aber jedes Mal, wenn wir eine Expedition machen, dann ist natürlich auch eine Person weniger hier. Was natürlich auch nicht von Vorteil ist. Nicht wahr? Vicente, du kannst mir eben das hier bauen, weil du gerade sowieso nichts zu tun hast. Müssen wir mal sehen, wie wir das hinbekommen. Wir könnten natürlich trotzdem hier die Außenmission, den Ballon könnten wir natürlich durchaus bauen, einfach damit wir jedes Mal nach einem Angriff dann kurz eine Expedition machen können. Das wäre ganz gut, glaube ich. Dann kriegen wir ein bisschen Schrott zusammen und so. Halte ich für ganz sinnvoll. Aber dafür müssen wir eben auch erstmal noch ein bisschen Fleisch zusammensammeln. Apropos Fleisch, wie viel haben wir denn da? 80 nur noch, das ist nicht viel. Ihr seid allerdings auch fast. Warte mal, wir beobachten hier nochmal. Und dann würde ich tatsächlich jetzt am Morgen mal eben jemanden zum Beobachten schicken. Und zwar am besten wohl, wer ist noch ganz gut im Beobachten? Mal gucken hier. Rita ist auf jeden Fall vorne mit dabei, das weiß ich. Beim Intellekt 4... Aha, Katina geht also noch ganz gut. Warte mal, schicken wir Katina erstmal kurz hier hin. Dann macht sie erstmal das. Okay, okay. Racker dürfte sich ja auch dann ganz gut. Mann, den geht's aber allen nicht gut, ne? Was ist denn hier los? Müsst was essen, Entspannung braucht ihr und, und. Rita wird hier jetzt gleich erstmal wieder kochen. So hoffe ich zumindest. Und Rita hat auch noch immer keine Hose. Wenn sie hier fertig entdeckt hat, wobei Annette könnte auch mal eben hier ein bisschen schneidern, ne? Wobei Annette entspannt gerade. Die soll erstmal zu Ende entspannen.
So, Annette hat zu Ende entspannt. Annette kann mal bitte hier eine Hose craften. Das wäre echt super. Danach dann Schuhe und so weiter und so fort. Brauchen wir natürlich alles. Wir können ja auch einfach mal die Hosen, können wir einfach mal nach oben schmeißen. Und die Turnschuhe ebenso. Einfach damit wir durch den Winter kommen. Und die Mütze. Die Mütze ist auch sehr wichtig. Warte mal, die Mütze. Ja, schmeißen wir die Mütze mal nach oben und die Turnschuhe wieder. Wie gesagt, Shift, Linksklick und ihr schmeißt das Ganze komplett nach oben. Rita hat eine Lungenentzündung. Das ist nicht gut. Rita legt sich hin, muss behandelt werden. Haben wir denn noch genug Antibiotika? 663 mal Getreide haben wir auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. So, wie weit sind wir hier? Wir sind bei 70%. Das ist auch ganz gut. Es ist wenigstens recht kühl, deswegen bleibt die Haltbarkeit der Kadaver hier recht hoch. Deswegen können wir sie gleich mal auseinandernehmen. Für ein bisschen mehr Fleisch. So, hier wird fröhlich gecraftet. Racker heilt. Lungenentzündung wurde unterdrückt. Das ist gut. Racker baut direkt wieder weiter. Das ist auch gut. Alles gut. Ja, es funktioniert alles soweit. Nur eben noch nicht gut genug. So, den Huyuno, den haben wir entdeckt. Heißt, wir können jetzt hier einmal euch schlachten. Da gibt es nicht noch 42 mal Fleisch von, warte mal, Junos schlachten. Racker, du bist ja sowieso gerade hier, ne? Was fehlt dir denn? Entspannung fehlt dir. Kann ich verstehen. Schlachtest du mal eben den Juno. Du gehst mal eben was essen. Vicente, der ist hier vorne unterwegs und holt ein bisschen Holz. Das ist auch in Ordnung. Weil du kannst erstmal die Junos schlachten, bitte. Und Hugo. Schlachtet den hier mal, bitte. Also, Hugo hängt gerade hinten rum. Ja gut, wenn du jetzt gerade hier hinten rumhängst, dann kannst du gerne hier erstmal durchplündern. Das ist in Ordnung für mich. Machen wir das so. Nicht, dass du jetzt so meilenweit. Katina, Unterkühlung. Ja, das ist alles nicht so gut. Wir müssen definitiv hier mehr Klamotten craften. Katina müsste ja aber eigentlich auch. Ja. Katina wird. Setzen wir mal hier auf 2. Dann wird Katina hier schneidern, schneidern, schneidern. Was das Zeug hält. Hoffentlich. Zumindest. Gleiches gilt natürlich auch für Annette, ne? Die könnten wir auch einmal ordentlich schneidern lassen. Wie viel Erste Hilfe haben wir denn noch? Oh, wir haben keine Bandagen mehr. Moment mal. Da müssen wir uns jetzt aber auch erstmal drum kümmern. Handwerk. Setzen wir bei Racker mal das Handwerk auch auf 1. Nachdem er alles gebaut hat, soll er erstmal ein paar Bandagen basteln. Wir haben nur 70 Antibiotika, sonst nichts. Eieieiei. Das ist aber eher schlecht. Da müssen wir mal zusehen hier. Warte mal. Wen können wir denn da mal eben noch hinschicken? Katina. Achso, die holt jetzt auch erstmal Holz und alles, ne? Ist ja auch nicht so gut, ne? Katina soll mal versorgen, heilen, liefern. Komisch, eigentlich sollte sie erst schneidern. Setzen wir mal hier liefern auch auf 2. Wobei, sie kann natürlich momentan nicht schneidern, weil das hier nicht fertig gebaut ist, ne? Daran liegt's wohl. Daran liegt es. Ja. Dann könnten wir bei Annette, könnten wir auch mal eben das Handwerk auf 1 setzen. Wäre mein Vorschlag. Ich lasse gerade, wie gesagt, absichtlich so ein bisschen langsam laufen. Damit wir hier auf jeden Fall keine Probleme bekommen. Hier ist halt zu kalt, ne? Hm. Vielleicht auch mal überlegen, ob wir hier hinten, ob wir mal hier ein bisschen was austauschen. Dass wir zum Beispiel die Forschungstische hier hinten hinstellen. Ja, das machen wir mal. Wir stellen mal die Forschungstische. Stellen wir mal hier hin. Ich
ist hier den Forschungstisch und den setzen wir einmal hier hin. Da haben wir ein bisschen mehr Platz, können hier nochmal ein bisschen was von A nach B bewegen. Den können wir auch reinstellen. Wobei, was passt, die stehen ja eh drin, glaube ich, ne? Der Tisch ist zwar draußen, na, vielleicht auch nicht. Gucken wir mal. Dann setzen wir noch ein paar von denen hier überall dazwischen. So, das Fleisch haben wir jetzt auch erstmal zusammen. Das ist ja ein Suit. Haben wir 300 wieder. Das ist sehr, sehr gut. Dann können wir nämlich gleich das Fleisch auch fermentieren, damit da leckerstes Benzin bei rauskommt. Lass uns mal überlegen. Also, hier, ich würde ganz gerne dich einmal hier hin bewegen. So. Dann können wir du kommst da hin. Wobei, warte mal. Abbrechen, wir setzen mal den hier. Setzen wir mal hier hin. So. Dann können wir nämlich hier ein bisschen noch was hiervon hinschmeißen. Kraftstofffermentation, sehr schön. Können wir hier ein paar Lagerfeuerchen hinschmeißen aus Stein. Steine haben wir erstmal noch genug, das ist ganz gut. Also, hier setzen wir zwei Lagerfeuer hin. Und dann hier auch. Kurz ein bisschen schneller beschleunigen hier. Okay, jetzt wird hier geforscht, hier wird dies gemacht, hier wird das gemacht, hier wird jede Menge gemacht. Wo rennst du denn hin? Man weiß es nicht. So. Und hier auch nochmal. Dann dürfte es hier zumindest erstmal ein bisschen wärmer werden. Um Häuschen können wir uns jetzt erstmal nicht kümmern. So, jetzt können wir aber die... Ne, die Flammenwerfer können wir auch noch nicht bauen, ne? Die Flammenwerfer können wir noch immer nicht bauen. Haben wir denn mittlerweile ein paar Höschen hier fertig gebaut? Pullover... Sitzen sie gerade dran, das ist in Ordnung. Wie viel Stoff haben wir denn noch? Das ist eben auch so eine Sache, ne? Wir müssen immer genug Stoff da haben. Wie viel Grad sind es hier? 4 Grad sind es hier. Das ist schon mal gut. 13 Grad sind es hier. Hier sind es 0 Grad. Das dürfte sich jetzt hier aber auch ändern. Ah, 10 Grad. Schön. So. Zumindest beim Craften sollen sie es mal relativ warm haben. Hoffen wir mal, dass es einigermaßen hinhaut. Aber sieht ja auch soweit ganz gut aus. Hier, oh, wir haben kaum noch Stöcke. Das ist natürlich schlecht, ne? Das ist natürlich sehr schlecht. Dann nehmen wir uns hier mal die ganzen Sträucher mit. Okay. So, und dann müssen wir hier ein bisschen vorbereiten. Wir brauchen natürlich mehr Fallen, das ist klar. Dafür brauchen wir mehr Schrott. Das ist auch klar. Aber wir wollen ja, wie gesagt, hier möchte ich ganz gerne ein paar Flammenwerfer drin haben. Hier so. Ja, dann können wir hier schon mal ein, zwei Themen wegnehmen. Das hier können wir abbrechen. Das können wir abbrechen. Das hier können wir auch abbrechen. Ein halbes Jahr länger bleiben für 27.000. Da ist der Vertrag abgelaufen. Wir behalten sie erstmal hier für 27.000. Annette hat eine lebensbedrohliche Unterkühlung. Das ist nicht gut. Annette? Wo ist dein Schlafplatz? Hier. Annette? Oh Gott, du hast dir auch überhaupt nichts mehr an. Eieieiei. Das ist schon verwunderlich, ne? Diese lebensbedrohliche Unterkühlung. Sehr überraschend. Wir müssen uns was überlegen. Wir müssen uns definitiv was überlegen. Hier sind es 12 Grad zumindest. Klamotten, gar nichts da. Okay, wir müssen dringend craften. Und zwar Klamotten. So,
Wen schmeißen wir dahin? Annette und Katina sind eigentlich dafür ganz gut geeignet. Müssen aber mal eben gucken, wer denn sonst noch so im Herstellen ganz gut ist. Racker ist daran interessiert. Annette ist tatsächlich ordentlich. Annette ist super. Ja, Annette muss auf jeden Fall selbst sich ihre Hose basteln, das ist klar. Wir können auch mal gerade gucken. Vielleicht sollten wir auch... Warte mal. Was für Effekte haben die denn hier? Hitzetoleranz unverändert. Kältetoleranz plus 3. Hier haben wir eine Kältetoleranz plus 4. Ist natürlich sehr gut. Hier haben wir eine Kältetoleranz von 6. Ja, heißt, die Hosen sollten eindeutig nach oben. Zumindest... Ja. Schmeißen wir die Hosen hier einmal nach oben. Und dann schmeißen wir hier die Mütze nach oben. So. Katina hat auch eine Lungenentzündung. Wird sich aber darum gekümmert. Das ist gut. Annette, 10 Grad. Wie sieht's mal die eigentlich aus? Wie viel hältst du denn aus? Über 11. Ah, das ist schlecht. Hier ist es noch immer zu kalt, trotz der ganzen Feuer. Ja, aber sie wird sich ja jetzt gleich erstmal eine Hose bauen. So schnell wie möglich. Ein zureichender Lagerplatz dürfte eigentlich... Ja, das ist nur Holz, das ist kein Problem. Kein allzu großes zumindest. Vicente hat eine Erkältung. So, wer bist du? Das ist unsere Rita. Rita, kannst du eventuell... Kannst du sogar, du kannst eine Hose einmal schnell craften. Also so schnell, wie es dir eben möglich ist. Die brauchen wir nämlich dringend. Das Höschen für Annette. So, es wird dummerweise jetzt eben auch gerade nicht geforscht. Das ist eben auch ein Problem, weil die Forschung, die würde uns ja dazu bringen, Flammenwerfer bauen zu können. Wir sind bei 46%, aber wir müssen uns nicht mehr gegen Tiere verteidigen, wenn wir sterben. Ne? Das ist halt auch so eine Sache. Das ist auch so eine Sache. Eiskalt ist dir. Ja, warte mal. Kannst du... Achso, sie hat sich die Bezahlung jetzt gerade genommen und bleibt ein bisschen länger, die Annette. Kann Annette vielleicht irgendwas Sinnvolles tun jetzt gerade? Racker flippt mal eben ein bisschen aus. Haben wir schon was? Nein, haben wir nicht. Katina weiß nicht, was sie tun soll. Warum auch immer. So, jetzt essen sie hier fröhlich nebeneinander. Herrlich. Schön, schön. So, Katina craftet hier die Hose. Rita, noch immer nicht durch. Annette steht hier, das ist gut. Wie viel Grad haben wir es denn hier? 3 Grad haben wir es hier. Eieieiei. Er macht jetzt hier aber fertig, jetzt wird es hier ein bisschen wärmer. 14 Grad. 15 Grad. Heißt, Annette sollte es jetzt eigentlich ein bisschen besser gehen. Was die Temperatur angeht. So, Annette hat ein bisschen Erste Hilfe, beziehungsweise ein paar Verbände hat sie gecraftet. Ja, die haben ja alle Lungenentzündungen, ne? Das ist natürlich nicht gut. Das ist mir durchaus bewusst. Ganz und gar nicht gut. So, hier haben wir jetzt gleich die Hose fertig. Dann kann Annette sich erstmal ein Höschen anziehen. Das ist schon mal mehr als gut. So, Annette, kannst du dir direkt mal die Hose anziehen, bitte? Ausrüsten Hose. So, jetzt hält Annette schon mal über 5 Grad aus. Also, ne? Das ist schon mal einen ganzen Zacken besser. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Auch sehr gut ist, dass wir mittlerweile wieder 10-mal Verbände auf Lager haben. Das ist auch wunderbar. Hier können wir einmal kurz die Waffen und Kleidung rausnehmen.
damit die alle hier reingeschmissen werden. So, Mütze ist auch da. Sehr gut. Wie sieht es jetzt hier aus mit der Kältetoleranz? Wir haben hier minus 5 Grad. Wir haben hier minus 1 Grad, 1 Grad, 5 Grad, 2 Grad und 0 Grad. Heißt, Annette kann sich auch direkt noch die Mütze nehmen. Ganz klare Sache. Okay, das sieht ja schon mal ein bisschen besser aus. Jetzt minus 1 Grad. Annette dürfte jetzt gleich auf wie viel? Mal gucken. Guck mal. 1 Grad ist sie jetzt schon. Sehr schön. Jetzt dürfte sie es langsam nach und nach alles so ein bisschen anpassen. So, und jetzt müssen wir im Grunde genommen nur noch den Flammenwerfer erforschen. Damit es hier rund geht, ne? Hier wollen wir auch einmal flüssigen Brennstoff fermentieren bis 50. Aber natürlich immer nur, wenn wir nicht genug da haben, ist ja klar. Wir haben jetzt momentan 163, also das ist kein Problem. Brennstoff haben wir erstmal ein bisschen. Rita kocht, das ist auch in Ordnung. Ja, Flammenwerfer müssen dann durchgeforscht werden, damit wir uns die hier hinbauen können. Und das sollten wir auch jetzt gleich mal machen. Beziehungsweise in der nächsten Folge erforschen wir uns an die Flammenwerfer und dann hoffe ich, dass wir hier endlich mal vernünftig durch das ganze Thema durchkommen. Ich bleibe zuversichtlich, Leute. Ich bleibe zuversichtlich. Vielen Dank für eure Zeit, Likes und Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.